Hallo, ich bin der Joscha von Move36. Heute ist wieder Montag. Wir gehen wieder ins Kino. Wie sollte es auch anders sein? Gucken uns einen Film an vor offiziellen Bundesstart. Und hier gibt es schon mal einen kleinen Ausschnitt für euch. Mach besser schnell nix, sonst liefern wir dich an die Kanadier aus. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir leider noch nicht, welcher Film kommt. Ihr habt es ja jetzt eben schon gesehen. Wir gehen ja jetzt rein. Ein bisschen Vorprogramm vom Dirk. Gibt es aber Popcorn verteilt und noch viel mehr Gewinnspiele mit Freikarten. Das wird der absolute Wahnsinn. Dann gibt es für euch den Trailer, die Stimmen der Zuschauer direkt frisch nach dem Film. Und anschließend werden Dirk und ich, das ist übrigens der Moderator der Cinestick, ich glaube, ich hatte es eben schon erwähnt, noch ein bisschen was über den Film erzählen. Guckt's euch an. Neben der obligatorischen Wagenladung Popcorn mussten die Kandidaten für das Spiel um die begehrten Freikarten ein gewisses Maß an Schmerzen erdulden. Wer in 2 Minuten die meisten Wäscheklammern in seinem Gesicht anbringen konnte, darf nächste Woche umsonst in die Sneak. Auch die Sieger des Online-Gewinnspiels auf sneak-fulda.de wurden auf die Bühne gebeten und ermittelten mit Hilfe einer Schätzfrage den Sieger, der ebenfalls 2 Freikarten bekam. So, wie gesagt, gestern hatten wir Laura Stern. Und der erste Film erschien in welchem Jahr? Da gab es mehrere Filme und der erste Film erschien? 2007. 2005. 2001. Eins? So, und zwar 2004. Das ist irgendwie so ein Scheiß. Ihr Ausländer kommt hierher und denkt, ihr hättet das Paradies gefunden. Ich sehe nur, was hier alles falsch läuft. Wir leisten Wohltätigkeitsarbeit für die Armen. Das ist toll. Wer ist wir? Mein Onkel. Ich arbeite für ihn. Ah, Onkel Pablo. Maria ist wie eine Tochter für mich. Liebst du sie? Ja, mehr als irgendetwas sonst. Womit hat er so viel Geld verdient? Kokain. Das meiste von dem Geld, was er verdient, gibt er den Armen. Sie lieben ihn dafür. Nick und Maria werden bald heiraten. Mach besser schnell nix, sonst liefern wir dich an die Kanadier aus. Er hat mir einen Job auf der Hacienda angeboten. Warte, er hat was? Und ich möchte, dass du dich für mich freust. Wenn du irgendwas Seltsames siehst, kommst du zu mir. Kein Wort zu sonst jemandem. Alle lieben dich hier. Du bist ein Teil meiner Familie. Ich muss den Leuten vertrauen, die mir nahe sind. Verstehst du? Hallo, Nick. Mach dich fertig, Pablo will ich sehen. Ich hab sowas noch nie gemacht. Ist es das Scheißgeld wert, so zu werden wie sie? Es wird alles gut für uns. Das weiß ich. Du bist genauso schuldig wie ich. Du hast gesagt, ich sei wie ein Sohn für dich. Nun, es gibt Naturgesetze. Ich werde dich töten. Und sobald die Kontrolle übernehmen, musst du das akzeptieren. Niemand entkommt Pablo Escobar. Ich fand den Film ganz gut, ja. Das war sehr emotional, fand ich. Trauriger Film. Er war langweilig und das Ende war nicht gut. Also er hat halt so, die ganze Zeit hat es darauf gebaut, dass echt was Witziges, also was Gutes passiert, aber es ist immer schlechter geworden. Also ich muss sagen, ich fand den Film ziemlich lahm. Wahrscheinlich war er nach einer wahren Begebenheit, bestimmt wurde es auch irgendwie gesagt. Josh Hutcherson hat eigentlich echt gut gespielt, aber er hat sich einfach total gezogen, obwohl das Thema eigentlich gar nicht so schlecht war. Ja, es war am Anfang ein bisschen zäh, aber das Ende war eigentlich ganz gut. War. Am Ende hat es sich sehr gesteigert, finde ich. Dirk, sag mal ganz ehrlich, hast du mitgekriegt, wie der Film heißt? Nein, es wurde nie gezeigt, außer am Ende. Stimmt, der heißt nämlich Escobar Paradise Lost. Ganz genau, aber man zeigt es halt nicht am Anfang, sonst wäre es ja langweilig, das könnte ja spoilern. Deswegen zeigt man es am Ende, ist auch mal was Neues. Ein Paradies habe ich jetzt auch nicht gesehen, was verloren ging.
Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse, sind die letzten 2 Stunden meines Lebens. Weil das war es nicht wert, oder? Der ging nur 2 Stunden? Da kam ein vor wie 3 Stunden. Also es hat echt wirklich ewig gedauert und ich hau's jetzt einfach mal raus. Es war grottenlangweilig. Das Setting ist eigentlich ganz lustig, dass ein Kanadier die Nichte von dem Drogenbaron überhaupt kennenlernt und dann eventuell da in den Sumpf aus Gewalt, Verbrechen, Hass und Liebe reingesogen wird. Das ist eine coole Story, ist aber echt scheiße umgesetzt worden. Es waren platte, zweidimensionelle Charaktere, die keinerlei Entwicklung durchgemacht worden. Es sind ganz wilde Sprünge durch die Zeit, es geht mir hin und her und dann tun sie heiraten und dann ist es schon wieder 2 Jahre später, aber ohne Einblenden, da muss man wieder drauf kommen. Viel zu viel Information. Also es macht alles überhaupt so keinen Sinn und es bleibt wirklich langweilig bis zum Schluss. Die letzte halbe Stunde geben sie dann vielleicht mal ein bisschen Gas, aber dann ist es auch zu spät und das interessiert mich einfach nicht mehr. Was soll ich dazu noch sagen? Jetzt geht's mir besser. Ja, ich bin zwischendrin mal eingeschlafen. Ich glaube, ich habe nicht viel verpasst. Zum Ende war ich wieder dabei. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber selbst das Ende, wo sie ein bisschen Spannung hätten aufbauen können, wo sie ein bisschen Spannung versucht haben aufzubauen, ist es dann irgendwann doch mal so, ja, okay, haben sie es jetzt bald. Verkackt, auf voller Linie verkackt. Immer wenn eine neue Person eingeführt worden ist, habe ich mich eigentlich nur gefragt, bitte, wann stirbt die denn jetzt, damit wir vielleicht zur nächsten gehen können, die dann vielleicht ein bisschen besser geschrieben ist. Nein. Kommen wir zur Auswertung. Ist hier. Ja. Und wird top sein? Findest du? Definitiv, der wird top bewertet sein. 3,4. Ach so, jetzt. meine hübsche Lache wieder. Ich hab 2 Punkte gegeben und das sage ich jetzt auch mal. Der kann von mir aus richtig untergehen. Und nachher das 7 Punkte bekommen. Ha! Wenn ich das erste Mal. Das kann er machen, aber dann haben sie halt leider alle keine Ahnung. Hört auf uns, geht da nicht rein. Oder du hast keine Ahnung. Ich habe den Film doch gesehen. Deswegen hast du Ahnung. Ja, du hast mehr wie du hast geschlafen. Ja, aber jetzt können wir wieder über Geschmäcker reden und sowas, bla bla bla. Der eine mag es, der andere nicht. Aber sagen wir es mal einfach so, unser Film war es nicht. Vielleicht gefällt er euch besser. Man weiß es nicht. Vielleicht mal den Trailer angucken und dann entscheiden. Den Trailer habt ihr jetzt schon gesehen. So, wie gesagt, okay, von mir aus geht rein, aber beschwert euch hinterher nicht, wenn es langweilig war. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut und tschüss. 30. Wir sind hier in Bad Hersfeld bei der Modellschule Obersberg, denn die sind Hessens 4. Schule. Die haben nämlich beim Wettbewerb von der AOK gewonnen. Und zwar gibt es jetzt hier eine richtig fette Party und Kevin Trapp und Bubsi Kalini von Fan Radio sind auch dabei.